So, seid ihr noch dabei? Also mein Name ist Daniel Schamski, bin Azubi bei der VCAT Consulting, mache dort meine Ausbildung zum mathematisch-technischen Softwareentwickler und möchte euch heute ein wenig über die Template-Hierarchie erklären, zeigen. Als erstes so ein bisschen der Inhalt von meinem Lightning Talk. Was ist die Template-Hierarchie? Wie rendert WordPress die Seiten? Habe ein paar Beispiele rausgesucht für die Inhaltstypen, die in ihrer Hierarchie. Und dann gebe ich euch noch so einen kleinen Hinweis, Tipp, wie man die Hierarchie auch manipulieren kann. Was ist die Template-Hierarchie? Im Groben und Ganzen kann man sagen, so sieht die Template-Hierarchie aus. Die schwarz markierten Felder sind die Inhaltstypen, die orangenen Felder sind die variablen Templates, dann kommen die etwas hellblauen Kästchen, das sind die Secondary Templates, und dann die dunkelblauen sind meistens die Primary Templates. Was passiert bei dem Aufruf von meinblog.de/Kategorie/schöne Orte? Als erstes guckt WordPress natürlich, was ist es für ein Inhaltstyp. Dann wird geguckt, welche Template-Dateien in deinem Theme vorhanden sind. Als erstes wird geguckt, ob es die Category-slug.php in deinem Theme-Ordner ist. Als zweites wird drauf geguckt, ob es die Category-id, die ID kann zum Beispiel 6 sein, also würde dann eine Template-Datei Category-6.php Datei in deinem Theme-Ordner sein, würde WordPress diese nehmen, um eben halt die Seite aufzubauen. Sind diese beiden nicht vorhanden, springt WordPress auf die Category.php zurück, ansonsten auf die Archive.php und als letztes Fallback immer auf die Index.php. Habe ich auch mal einen kleinen Auszug für euch, für die Category, die ist in der zweiten Zeile. Also wie schon gesagt, wird erst nach dem Slug geguckt, dann ob es die Template mit der ID vorhanden ist, Category-ID, dann auf die Category und zum Schluss auf die Index.php. Es gibt für die verschiedenen Inhaltstypen auch verschiedene Hierarchien. Hier habe ich einmal die ganzen Inhaltstypen für euch aufgezählt und ich habe mir als Beispiel die Page, Single und die Attachment rausgesucht. Komme ich zu meinem ersten Beispiel, die Page. Als erstes wird geguckt, ob es die Custom Template File vorhanden ist. Das zum ersten Punkt ist, wenn ihr eine Seite erstellt und ihr könnt ja zum Beispiel rechts aussuchen, welche Template-Datei ausgesucht werden soll, zum Beispiel page-fullviv.php, die kann man dort auswählen und die würde WordPress als erstes nehmen, um die Seite anzuzeigen. Ist diese Datei in deinem Theme nicht vorhanden, guckt WordPress, ob es page- mit dem Slug von der Seite vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, kommt die page-id.php, sonst geht es zurück auf die page, singular und dann als letztes Fallback via die Index. Die singular.php ist mit WordPress 4.3 hinzugekommen und wurde hinzugefügt, weil viele Themes in der Single und in der Page meistens das gleiche drin zu stehen haben, von dem Seitenaufbau her, um nicht zwei Dateien mit dem gleichen Inhalt zu haben, wurde die Singular hinzugefügt, sodass man nur noch eine Datei haben muss in seinen Theme-Ordner und dann würde diese immer angesprungen werden. Dann komme ich zu meinem Single-Post. Da gibt es bei WordPress, ab WordPress 4.4 eine Neuerung und zwar kann man dann in sein Theme eine Single minus mit dem Post-Type minus mit den Slug.php-Datei haben und diese würde dann als erstes aufgerufen werden, sobald man die Post aufruft. Ist diese nicht vorhanden, geht es auf die Single minus Post-Type.php und sonst ist der Fallback gleich wie bei der Page. Kommen wir zu den Attachment. Dort wird zuerst nach dem MIME-Type.php geguckt, also ist es ein Image.php oder ein Video.php, ist diese vorhanden, wird diese genommen. Ansonsten wird die Attachment.php genommen
sonst kommt der Fallback auf die Single-Attachment-PHP. Und dann ist wie bei der Single der gleiche Ablauf, zuerst die Single, dann die Singular und als letztes Fallback die Index-PHP. Wie kann ich meine Hierarchie manipulieren? Ich habe mir als Beispiel die Hierarchie von dem Autor genommen. Dieses deklariert mit den Autor-Nasename.php, Autor-ID.php und als letztes Fallback die Autor-PHP. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich vor der Autor-PHP noch Templates haben möchte für die verschiedenen Rollen, die ein Benutzer haben kann, wie zum Beispiel Administrator? Und dafür haben wir verschiedene Filter für diese ganzen Hierarchien und wir brauchen in unserem Fall die Autor-Template. Wie ich eben schon sagte, müssen wir uns ein Filter bauen. In dem Filter holen wir uns dieses Query-Objekt, holen uns die Rolle raus und fügen unsere Autor-Role.php vor der Autor-PHP hinzu, sodass eben halt WordPress gucken kann, für diese bestimmte Benutzerrolle, zum Beispiel Administrator, muss ich noch nach einer speziellen Template-Datei gucken. Ist diese vorhanden, wird diese genommen, um die Seite so zu rendern. Was haben wir dadurch erreicht? Wir haben eben halt die Hierarchie so manipuliert, dass vor Autor-PHP quasi unsere selbst generierte Template-Datei Autor-Role.php angezeigt wird bzw. hinzugefügt, sodass WordPress eine weitere Template-Datei nachgucken muss. Meine Quellen habe ich hier aufgelistet und ich bedanke mich für Zuhören.